Ja. Okay. Ein Schild. Kleiner Schild plus eins. Okay. Was braucht leichtfüßig und so? Warum nicht? Ihr braucht meinen Rat. Yoshimo ist bereit. Ich bin bereit. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich bin bereit. Das Problem ist, das kann ich, glaube ich, nicht bannen. Also die Lähmung. Fragt nur, natürlich. Oh. Junger Vampir, hi. Noch ein junger Vampir. Der andere Vampir blockiert aber gerade den Weg. Ja, zum Glück trägt Talisa das. Was vor Lebenskraft den Zug schützt. Die Natur ist das Leben, das sie gab. Das macht Spaß, was, Bro? Das Zentralbecken ist mit frischem Blut gefüllt. Aus einer unbekannten Quelle stetig nachströmt. Der süßliche Geruch hängt schwer in der Luft. So, wir haben zwei Räume. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Einen Angriff habt ihr überlebt, aber der Kampf ist ja auch noch lange nicht vorbei. Ihr findet mich oben im Raum des Blutes und der Klingen. Ja, das heißt, er will oben mit uns kämpfen. Würde aber gerne. Die Krüge und sonstigen Gefäße hier enthalten Dinge wie präparierte Herzen und andere Organe. Erinnert euch der Glasbehälter etwas? Das sieht aus wie... Ja. Wo soll ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Aus Irenikus miesem Labor. Katana. Und ein Schildpanzer. Schuppenpanzer der Asche. Und ein Katana plus 2, okay. Dir bringt er nichts, dir bringt er nichts, dir bringt er nichts, dir bringt er klar nichts. Du kannst sie nicht tragen. Hat er besondere Fähigkeiten? Nö. Bei dieser Rüstung wurden statt Metallstreifen Lindwurmschuppen verwendet, die mittels magischen Feuers auf einem Untergrund aus Kettengliedern befestigt wurden. Die Rüstung ist aschgrau und wesentlich flexibler als ein normaler Schienenpanzer. Der Waldläufer Usha Skassan fertigte diese Rüstung an, nachdem er mehrere Limpfhörer getötet hatte, die gerade dabei waren, die Rehe und Elche in der Gegend auszurotten. Hat er gut gemacht. Wenn es das ist, was ihr wollt.
So, dann spielen wir mal dem Typ sein elendes Fangenspiel. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich warte. Keine große Herausforderung. Hier ist immer noch niemand sonst, den wir töten können. Nö. Das wird dann wahrscheinlich sein Sarg, der letzte Sarg sein. Ja, ansonsten sind wir hier ja durch. Ja, nun gut. Fragt nur. Was möchtet ihr? Könnte sich bitte jemand um meine Wunden kümmern? Vita Mortis. Haltet ihr euch für mutig genug, um vor mir zu stehen? Vielleicht ist euer Mut nicht genug. Mut, Dummheit, was auch immer ans Ziel führt. Für heute wird es genug sein, euer böses Leben zu beenden, Biest. Ihr seid die Defensive und dennoch höhnt ihr so viel Bosheit. Nehmen wir das Mittlere. Ihr könnt mich nicht vernichten. Ich bin euch in allen Dingen überlegen. Euer Blut wird die Flure dieses Ortes fluten. Ihr seid es nicht wert, verspeist zu werden. Ferien Bodhi werde ich euch ausweihen. Sie wird Wandbehänge aus euren Sehnen und Knochen bekommen. Komm, komm. Eurem Ende entgegen. Oh, könnte sich bitte jemand um meine Wunden kümmern? Entweder dürfen wir nicht so schnell gehen. Ich glaube, das war der Trick. Langsam gehen. Keine große Herausforderung. Nein, war er nicht. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeckt deine Nase. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Oder sind es die Bereiche mit den großen Stacheln, die ich meiden muss? Ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Keine große Herausforderung. Kann ich einfach raus an der Wand lang. Aber sehr einladend. Eure Existenz endet hier und jetzt, Sterblicher. Na komm. Das Problem ist, egal was du tust. Die Rache ist mein. Ja. Ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Es war ja klar, dass die einzige mit Genesung wieder Matalisa ist.
Ich warte, was immer ihr wünscht. Ja, nachdem wir den Vampir, Holzflock. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde, aber ihr seid nicht davon abzubringen, nicht wahr? Es ist nichts Persönliches. Also jetzt zeigt sich Bodhi endlich und ist pisst, weil wir ihre Leute töten. Es ist nichts Persönliches. Eure Ermordung erfolgt aus rein geschäftlichen Gründen. Es ist ein Job, den ich zu erledigen habe. Euch zu vernichten bringt nur einen Bonus. Was wisst ihr schon von meinen Absichten? Ich werde immer mit Wesen wie euch aneinander geraten. Was wisst ihr von meinen Absichten? Ich weiß über viele Dinge Bescheid. Über euch, über eure Auftraggeber, was ihr vorhabt. Könnt ihr das auch sagen? Kennt ihr diese Leute wirklich, die in Schatten gehüllt sind? Ihr werdet alles versuchen, um mich davon abzubringen. Ich werde euch nicht zuhören. Ihr müsst wissen, dass ich alles, was ihr sagt, jetzt mit großem Vorbehalt aufnehmen werde. Sagt, was ihr wollt, es wird nichts ändern. Nehmen wir mal das Mittlere. Ihr mögt glauben, was ich sage oder nicht. Ich habe mit der Angelegenheit fast nichts zu tun. Ihr scheint trotzdem dazu entschlossen zu haben, lästig zu sein. Sagt mir, haben die Schattendiebe mehr getan, als Versprechungen zu machen? Sie haben uns Gegenstände gegeben. Haben sie euch irgendetwas gegeben oder haben sie einfach sichergestellt, dass ihr immer in Reichweite seid? Ich glaube, sie wissen selber nicht, was ihre Ziele sind. Haben sie gesagt, warum sie eure Dienste benötigen? Warum sie angeboten haben, euch zu helfen? Ihre Dienste sind nicht gerade billig. Ich habe mehr als genug dafür bezahlen müssen. Das ist mir egal. Ich werde meinen Nutzen daraus ziehen, was sie anbieten und dann weiterziehen. Vielleicht haben sie Mitleid mit meiner Not. Die Rettung, die ich will, ist eine ehrenwerte Sache. Ja, so naiv ist nicht mal Talisa. Nehmen wir das Erste. Habt ihr, war das Gold so wichtig für sie oder wurdet ihr beobachtet, wurden eure Fähigkeiten ermittelt und ausgewertet? Fragt euch selbst, was euer Beitrag ist. Gold? Gold ist nie lange knapp. Dienste? Welche aber es... Vielleicht, aber es gibt immer auch andere, die genauso gut wären. Sagt, was ihr zu sagen habt und das schnell, das wird sowieso in einem Kampf enden. Und was schlagt ihr vor, dass ich mich stattdessen euch anschließe? Ich vertraue ihnen, weil es zweckmäßig ist, das zu tun. Sie wissen wenig über mich. Und was schlagt ihr vor? Oh nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass dies in Gewalt enden wird. Ihr seid zu impulsiv für meine Zwecke. Ich habe mich nur gefragt, ob ihr wisst, in welchem Ausmaß ihr benutzt werdet. Niemand benutzt mich. Die Schattendiebe wissen so viel, wie ich bereit bin, ihnen zu erzählen. Die Schattendiebe scheinen bis jetzt ehrlich bei ihren Geschäften zu sein. Tun sie das wirklich? Seid ihr euch sicher? Was ist, wenn ihr Interesse an euch über einfache Söldendienste hinausgeht? Was ist, wenn sie ganz genau wissen, wer ihr seid und was ihr seid? Ihr seht überrascht aus. Ich weiß, was ihr seid, Kind von Baal. Renikus hat es mir erzählt. Wow, welche Überraschung. Er hätte vielleicht noch mehr herausgefunden und eure Macht erweckt, aber die Schattendiebe haben ihn unterbrochen. Was wisst ihr von Irenikus? Ich bin ihm noch etwas schuldig für das, was er mir angetan hat. Was wisst ihr über meine Entführung? Ich werde erfahren, was er weiß. Wenn ihr dieses Wissen teilt, dann fordere ich, dass ihr es mir sagt. Was wisst ihr über meine Entführung? Ich weiß mehr, als euer Gehirn sein ganzes Leben aufnehmen könnte. Es gibt so viel direkt vor eurer Nase, so viel, was ihr nicht seht. Sogar Imoen habt ihr nicht bemerkt. Imoen wurde mir genommen. Ich werde sie finden und ich werde diesen Irenikus finden. Dieser Irenikus scheint mir nicht der Typ zu sein, der irgendjemanden nah an sich heranlässt. Warum wart ihr dort? Was hatte er mit uns vor? Von welcher Macht sprach er? Nehmen wir mal das Zweite. Ich war dort, weil ich es wollte, die Pflicht einer jeden guten Schwester. Natürlich sind euch solche Tugenden nicht vertraut, weil die um euch sind, darin so schrecklich versagen. Du bist nicht Irenikus Schwester, oder? Ich werde diese Unterhaltung müde. Ihr habt eure Fragen gestellt und gedroht und ich habe euch beides nachgesehen. Das ist jetzt vorbei. Gut, ich habe langatmige Gegner satt. Es gibt noch mehr, das ich fragen sollte. Ihr könnt so viel Licht in meine Situation bringen. Also wollt ihr mich vernichten? Hat Irenikus das Interesse an mir verloren? Aber Irenikus wurde doch zur gleichen Zeit wie immer entführt. Sollten wir nicht zusammenarbeiten? Einverstanden, lass es uns mit eurem Blut beenden und dann werde ich mich zu Irenikus begeben. Nehmen wir mal das Dritte. Es gibt viel, das man durch Zwang lernt. Ihr seid solch eine Kuriosität.
Kommt, lass uns beide ein, zwei Dinge lernen.